Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich habe mich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigen können bezüglich meiner YouTube-Stream-Sperre. Ihr habt hoffentlich mein letztes Video gesehen. Wenn nicht, ich verlinke es euch unten nochmal in der Videobeschreibung. Da habe ich euch ja mitgeteilt, dass ich jetzt 90 Tage keinen Stream auf YouTube starten kann. Mega, mega ätzend, deswegen habe ich heute, also heute ist, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag, genau. Deswegen habe ich heute meinen ersten Twitch-Stream versucht. Ich weiß, ich habe das nicht angekündigt, aber ich habe es versucht, beziehungsweise mal getestet. Es hat einigermaßen geklappt. Vielleicht kennt der ein oder andere sich ja mit Twitch ein bisschen aus. Wäre auf jeden Fall cool, wenn mir da irgendwer ein bisschen helfen kann. Ich habe auch nicht den besten PC für irgendwelche Streams, beziehungsweise High-End-Games oder sowas, wenn ich da mal streamen sollte, sondern ich werde mit euch ein bisschen quatschen. Das funktioniert einigermaßen, aber wenn ich streame und ein Video zugleich abspielen lasse, dann sehe ich einfach oder merke, dass dieses Video übelst laggt. Deswegen wäre cool, wenn sich da jemand von euch auskennen würde und mir da ein paar Tipps geben kann. Deswegen schreibt mir gerne mal auf Instagram oder unter diesem Video, würde mich auf jeden Fall freuen. Aber Leute, ich war ja gestern so angepisst und genau deswegen muss heute diese scheiß Weintraube dran glauben. Bruh. Spaß beiseite. Ich habe heute schon ein bisschen Nervennahrung. Weintrauben sind am Start. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns heute mal ein kleines Video wieder zusammen an. Und zwar wissen ja die ein oder anderen, die meinen Kanal ja schon länger verfolgen, dass ich leidenschaftlich sehr, sehr gerne Motorrad fahre. Und deswegen gibt es heute ein paar Motorrad-Fails bzw. Fails and Wins. Wir schauen uns das zusammen an. Ich reacte ein bisschen drauf und ich würde sagen, ich esse jetzt erst noch eine Weintraube oder zwei oder fünf. Und wir starten jetzt. So, ich mache nur ein bisschen leiser wieder. Geiles Bike. Ich hoffe, die Qualität stimmt ein bisschen, obwohl es Full HD ist. Das sieht aus wie so eine halbe Chopper. Nice. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das wird bestimmt ein Mega-Fail. Entweder der verliert das Gleichgewicht jetzt. Alter, das musst du auch erstmal schaffen mit so einem Bike. Nein. Nein. Oh, verdammt. Alter. Leute, das müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Er hat es hier ganz easy geschafft. Bein hoch, Bein rüber. Und jetzt zu viel Gewicht nach hinten. Und dann hat es ihn erstmal gelegt. Okay, hier Offroad. Okay, das ging noch gut. Das ging auch noch gut. Die Qualität ist mega beschissen. Geil. Okay, ganz kurz, Leute. Ich will hier keinen auslachen, sondern das soll hier einfach nur zur Unterhaltung dienen. Deswegen kann es sein, dass ich ab und zu mal einen Lachkrampf bekomme. Aber wie gesagt, soll nicht böse gemeint sein oder nicht auf die Person bezogen sein. Und genau, ich will jetzt den Fail hier nochmal kurz sehen. Den hier. Was hat der gemacht? Alles klar, ich glaube, entweder der hatte zu wenig Schwung. Okay, Offroad mit dem Auto. Sehe ich das gerade richtig oder läuft das Bike, obwohl keiner drauf sitzt? Alter, nice. Ah, ging nicht gut. Aber sah jetzt nicht so schmerzhaft aus. Hat ja fast geklappt. Ah, jetzt hat's geklappt. So Offroad hätte ich auch mal Bock. Ich müsste einfach nur auf meiner Stollen draufhauen. Dann würde ich auch Offroad fahren. Okay. Ein Wheelie im Stehen. Ich kann nicht mal einen sitzen. Kommt hier mal der Fail?
Okay. Er ist einfach in den Wald gefahren. Also wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal hier ein paar Weintrauben esse, gell? Nummer 2. Okay, war jetzt kein Fail. So. Ich werde mit euch diese Klappen da vorne, bei einem geht die nicht runter. Ah, er kriegt sein Bike nicht an, oder? Doch. Und beide bleiben hängen. Doch nicht. Oh, ey, das ist bestimmt geil, Mann. Fährt jemand von euch eine EXC? Okay, müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Den hat's einfach nach vorne gehauen. Hier. Alter. Okay, er ist aber so sozial und bleibt auch noch stehen. Ja, ist die Qualität mies. Geht nicht gut. Sag ich doch. Okay, der ist nice. Alter, ich hätte mal so Bock. Ich muss auf jeden Fall jetzt wieder mehr Motovlogs machen. Und vielleicht auch jetzt mal mit ein paar Kollegen zusammen. Oh, das sind ja kleine Kiddies, Mann. Junge, wie geht der denn ab? Okay, Leute, ich würde sagen, ich schaue jetzt noch ein zweites Video an, weil hier jetzt nur noch Musik läuft. Ach du Scheiße! Alter! Er wollte gerade einen Wheelie ziehen. Und er fährt einfach lässig vorbei. Bike ausmachen. Hey, get this bike up. Geht niemals gut. Eine BMW 1000 RR. Das sind Skills. Leck mich. Fett. Regenschirm mit einer Hand und einem Fuß. Ach so, weil es schneit. Nice. Nur für die Klicks, Leute. Kann man auch mal machen? Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Die haben hier extra solche Fußrasten hingebaut, damit man sozusagen im Stehen einen Wheelie ziehen kann. Ich glaube, das kann man auch nur in Amerika machen. Junge, sieht das geil aus. Okay, da hatte er so viel Glück. Ich glaube, das sind alles so Stuntbikes. Da Gleichgewicht verloren. Und da kam jetzt das Auto. Aber er ist zum Glück vorher zum Stehen gekommen. I got it on camera. Na, ihm geht's gut. Lass ja nicht die Kupplung springen. Okay, das ist ungefähr sowas von lässig.
Nice. Brille gescheit hin. Und los geht's. Ich sage, ich glaube, das kann man nur in Amerika machen. Oder sowas sieht man nur in Amerika. Okay, was wird das? Will er die beiden Motorräder schieben oder was? Oder ziehen? Ich check's nicht. Was passiert hier? Also manche Clips ergeben für mich irgendwie keinen Sinn. So Leute, ich würde auch sagen, wir schauen uns noch ein, zwei Clips an. Mit einer Chopper. Wie krass muss man das Motorrad beherrschen, dass man sowas machen kann? Junge! Alter, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen oder ist das Bike genau auf ihn geflogen? Alter, wie viele Bikes stehen hier einfach im Garten? So, ein letzter Clip noch. Dummheit. Einfach nur dumm. So, Leute, ich würde sagen, ich tue jetzt erstmal meine Kopfhörer raus. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem kleinen Reaction-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war ein bisschen unterhaltsam. Apropos, Leute, was ich euch noch nie gesagt habe, warum ich mir eigentlich damals ein Motorrad gekauft habe, beziehungsweise jetzt eine KTM, war auch der Grund, weil ich Moji, also ich glaube, den kennen viele, die wo Motovlogs anschauen. Durch Moji habe ich einfach so richtig Bock bekommen aufs Motorradfahren, weil der macht ungefähr die geilsten Videos überhaupt. Also er schneidet die geil, er hat einen fettgeilen Humor und das Beste ist, er wohnt ziemlich in der Nähe von mir. Also er wohnt ja auch in München. Wenn er dieses Video sehen sollte, kannst du dich gerne mal melden. Ich hätte richtig Bock, mit dir ein Video zu machen. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne eine positive Bewertung. Abonniert meinen Kanal. Schaut auf Twitch vorbei. Ich verlinke euch ab jetzt in jedem Video meinen Twitch-Account. Deswegen geht gerne auf den Link. Abonniert mich da. Ich mache, wie gesagt, auch noch kurz Werbung, wenn ich auf Twitch online gehen sollte. Und ja, in diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis dann. Und ciao.